Jo, vielen Dank, Herr Präsident. Zunächst mal, wir reden über das hier. Das ist ein Stück Braunkohle. Und um dieses Stück Braunkohle machen wir schon seit einer geraumen Zeit einen ziemlichen Eiertanz hier. Da werden Dinge behauptet, in den Raum gestellt, die so einfach nicht wahr sind. Es wird hier, und ich muss meine Rede an der Stelle einfach verwerfen, weil es war einfach zu viel Unsinn dabei, was von der SPD, CDU und FDP kam. Ja, darauf können Sie hoffen, tatsächlich. Ja, Herr Hovenjürgen, wenn Sie nicht in der Lage sind zuzuhören, dann ist das nicht mein Problem. Entschuldigung. Also, es wird hier immer wieder behauptet, es gäbe keine Ewigkeitslasten bei der Braunkohle. Das wird immer wieder behauptet, immer wieder in den Raum gestellt. Auch in der Anhörung wurde das tatsächlich gesagt. Aber niemand weiß das. Niemand weiß das. Niemand hat Erfahrung mit einem Braunkohleabbau in der Größenordnung, wie wir in Garzweiler vorfinden. Niemand hat Erfahrung mit einem Restsee, wie er da geplant ist. Also ist alles andere Bullshit, was ihr hier erzählt. Herr Thiel, RWE haftet mit Konzernvermögen. Ja, das ist toll. Das ist super, dass RWE mit Konzernvermögen haftet. Der Punkt ist aber, wir alle hier im Haus wissen erstens, der Braunkohle geht es nicht mehr gut. Zweitens, momentan ist es ein rollierendes System. Das heißt, vorne werden die Gewinne erzielt, die hinten in die Renaturierung gesteckt werden. Und drittens, dass die Bagger deutlich eher aufhören werden zu baggern, als wir es bisher auf dem Plan haben. Das wissen wir alle hier. Das stand sogar schon in der Rheinischen Post, dass die Politik intern weiß, dass es früher zu Ende ist. Sie gibt es nur nicht offiziell zu. So, das bedeutet im Umkehrschluss, wir wissen gar nicht, wie RWE auf lange Sicht dasteht. Wir wissen überhaupt nicht, ob die jetzt noch existieren, wenn der RSC da ist. Das wissen wir gar nicht. Ja, was lachen Sie? Wissen Sie das? Haben Sie das in Ihrer Glaskugel schon mal gefragt? Hat die Ja gesagt? Ich weiß es nicht. Also sollten wir das klarstellen. Und dann zum Nächsten. Was ich witzig finde, kaum einer hat hier über diesen Antrag gesprochen. Alle haben darüber gesprochen, dass wir uns gegen die Braunkohle engagieren. Das ist richtig. Das ist absolut korrekt. Wir stehen für einen zügigen Braunkohleausstieg. Wir stehen für ein Braunkohleausstiegsgesetz. Herr Dünen hat es schon zu den Ohren herausbekommen, unsere Forderung. Das haben wir immer wieder gefordert. Das fordern wir natürlich auch in diesem Zusammenhang wieder. Aber das ist nicht der Kern des Antrags. Der Kern des Antrags ist schlicht und ergreifend, wir wollen wissen, was kommt da auf uns zu. Und tatsächlich, diese Information zu bekommen, wird hier im breiten Maße abgelehnt. Eine Information, eine lächerliche Information wird hier bekämpft mit Worten wie, was sagt Herr Brockes vorhin, politisch motivierter Braunkohleausstieg. Nein, das Gutachten ist nichts davon. Das Gutachten ist einfach nur eine Information. Wir wollen wissen, wo die Reise hingeht. Wir wollen wissen, ob der Bürger damit gut dasteht oder nicht. Okay. Dann, Herr Brockes, ich muss noch mal darauf eingehen, wie Herr Brockes meinte, sich echauffieren zu müssen, wie Frau Brems sich verhält. Frau Brems hat sich schlicht so verhalten, wie sie glaubt, dass es richtig ist. Sie hat sich zum Thema positioniert. Zum Thema positioniert, inhaltlich und korrekt, Herr Brockes. Sie dagegen haben mir gestanden und das Habibmännchen gegeben, für was auch immer. Sie wollten davon reden, dass da die SPD und die Grünen total auf dem anderen Dampfer sind. Ja, okay, in dem Fall sind sie das. Aber bitte diese Show hier abziehen, mein lieber Mann. Warum nicht transparent, haben Sie gefragt. Ja, Transparenz ist ein gutes Thema. Ich hätte ganz gerne eigentlich heute aus dem Protokoll zitiert, des letzten Ausschusses. Aber leider ist das in der Vergangenheit so ein bisschen zum Glücksspiel geworden, hier ein Protokoll zu bekommen. Irgendwie Protokolle kriegen wir gar nicht mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist. Es geht uns darum, Kohle zu diskreditieren, sagen Sie, Herr Brockes. Nein, darum geht es uns eben nicht. Es geht uns nicht darum, Kohle zu diskreditieren, sondern es geht uns darum zu sagen, wie die Faktenlage ist. Wir wollen darauf hinweisen, dass das Modell Braunkohle keine Zukunft hat. Wir uns damit abfinden müssen und wir diesen Ausstieg planen müssen. Das fordern wir von Anfang an. Wir wollen eben nicht, dass ein plötzlicher Tod der Braunkohle dazu führt, dass auf einmal ungeplant Leute auf der Straße stehen. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen genau wissen, wann passiert das, und wir wollen das geplant wissen. Und zur Not finanzieren wir es auch bis dahin. Aber wir wollen es geplant machen. Vielen Dank.
Schmalmann, nehmen Sie das Stückchen Kohle wieder mit. Das ist wertvoll. Kann der Minister mitnehmen? Nein, das nehmen Sie bitte wieder mit. Sie haben es hingemacht, ja, nehmen Sie wieder der mit. Der Minister hat die viel lieber. Nein, das ist hier nicht der Stil, dass wir die Sachen einfach liegen lassen. Räumen Sie einfach ab. Und dann ist das so erledigt. Im Übrigen will ich noch darauf hinweisen, Herr Schmalenbach, auch wenn Sie ein Wort Englisch aussprechen, wird dadurch sozusagen das Wort nicht gebräuchlicher fürs Parlament. Ja? Und in dem Fall will ich es mal dabei belassen. Ihnen ist das klar? Das haben auch von denen hier sowieso gerade gestanden. Ist das klar? Doch. Sie alle wissen, wovon ich rede. Ich rede von dem, was bei einem männlichen Rindvieh hinten herauskommt. Und das haben Sie Englisch beschrieben. Und das wollen wir aber hier nicht, weder auf Englisch noch auf Deutsch. Es spricht...